Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist Manu und ihr seht Webtastisch. Heute sprechen wir über den aktuellen Trainingsfortschritt von Majo. Seine Erfolge beim Training nehmen, wie ihr dem Videotitel bereits entnehmen könnt, nämlich mittlerweile bizarre Züge an. Der Banger-Rapper spielte bereits seit Beginn seiner Karriere mit dem Image des Disco-Pumpers. Nicht umsonst hat er seine ersten beiden Alben nach der Phrase Breiter als der Türsteher benannt. Auch Songtitel wie Größter Bizeps weltweit zeigen deutlich, dass Majo das Training wahrscheinlich noch ernster nimmt als die eigentliche Musik. Während viele Punchlines aus seinen Tracks jedoch eher auf Übertreibung basieren und als Entertainment aufgefasst werden sollten, hat der Duisburger es inzwischen tatsächlich geschafft, einen schier unglaublichen Oberarmumfang zu erreichen. Nach der Veröffentlichung seines Collabo-Albums mit Kuru investierte der 28-Jährige seine Trainingseinheiten noch einmal und bringt sich derzeit in eine unmenschliche Form. Auf einem Foto, welches er letzte Nacht auf Instagram hochgeladen hat, ist deutlich zu sehen, dass der Bizeps von Majo fast so breit ist, wie die Hantelscheiben, mit denen er trainiert. Bereits auf seinem ersten Soloalbum gab er an, während der Massephase auf 47 cm Bizepsumfang zu kommen. Von daher kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sein Arm heutzutage noch breiter ist, auch wenn die genauen Maße nicht bekannt sind. Vergleicht man dies mit den Maßen einer kleinen, dünnen Person, könnte der Bizeps von Majo also tatsächlich breiter als ein normaler Mensch sein. Außerdem gibt es einen dokumentierten Fall, in dem der Arm des Bangers tatsächlich breiter ist als die Taille einer erwachsenen Frau. Sophia Wollersheim dürfte vielen von euch als ehemalige Ehefrau von Bert Wollersheim ein Begriff sein. Die 30-Jährige hat das erklärte Ziel, die dünnste Taille der Welt zu haben und ließ sich dafür sogar einige Rippen entfernen. Sie hat einen Taillenumfang von 47 cm, womit Majos Arm also tatsächlich breiter ist als eine erwachsene Person. Das sind auf jeden Fall krasse Maße, sowohl von Majo als auch von Sophia Wollersheim. Gefällt euch ihre Taille bzw. sein Bizeps oder ist euch das in beide Richtungen schon zu extrem? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.